Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 15 Feuerwehr. Heute, liebe Leute, wurden wir zu einem wirklich außergewöhnlichen Einsatz gerufen, den wir eigentlich von dieser Größenordnung noch nie hatten. Wir wurden zu einem Verkehrsunfall, einem Chemieunfall und zu einem Brand gerufen. Es ging glücklicherweise alles noch gut vonstatten, also es waren Chemikalien, die nicht hochkonzentriert sind und von daher konnten wir sie eigentlich sehr, sehr schnell beseitigen. Wir mussten einen Schaumteppich legen, damit sich die Chemikalien, die ausgelaufenen Chemikalien, nicht weiter unnütze verbreiten. Ja, das war es eigentlich schon zu den Chemikalien. Der Brand wurde auch rechtzeitig gelöscht. Es war ein kleiner Brand, der verursacht wurde durch den Chemikalien. Sie waren hochentzündlich und haben damit einen Container in Brand gesetzt. Und komme ich jetzt mal zu den Fahrer des Insassen dieses schwarzen LKWs. Er wurde so schwer verletzt, damit er mit einem Helikopter abtransportiert werden musste. Aber ihm geht es dementsprechend eigentlich auch gut. Und wir waren wieder so schnell zur Stelle und konnten unseren Einsatz erfolgreich abschließen. Und wir hoffen mal, dass die Baustelle ein wenig die Tage umgebaut wird, damit hier nicht häufiger Unfälle passieren. Anscheinend hat dieser Lastkraftwagenfahrer diese Baustelle versehentlich übersehen und ist hier durchgebreddert, kam ins Schleudern und ist damit den Chemikalien auf den Anhänger in dieses Haus gebrettert. Ja, liebe Leute, also das war's von mir. Das war's von einem neuen Einsatz von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen, so wie immer. Dann würde ich mich über eine positive Bewertung von euch freuen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Keine Frage. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.